Sie ist eine alte Dame und dennoch heute immer frisch und aktuell. Sie durfte schöne und wichtige Zeiten erfahren, musste aber auch durch schwere Zeiten. In 100 Jahren erlebte sie viel. In erster Linie aber Menschen, die sich nicht auf ihrem vorhandenen Wissen ausruhen möchten, sondern nach neuen Horizonten streben. Ihren 100. Geburtstag feierte die Volkshochschule Erzgebirgskreis am 7. Mai, darum mit denen, die gut für sie sorgen. Dem Staatssekretär im sächsischen Kultusministerium Herbert Wolf, dem Geschäftsführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes e.V. Prof. Dr. Ulrich Klemm, Leitern der Volkshochschulen Sachsens und Vertretern aus Politik, von Schulen, Vereinen und Verbänden sowie Mitarbeitern und Dozenten des eigenen Hauses. Festredner war der Präsident des Sächsischen Landkreistages und zeitgleich Landrat des Erzgebirgskreises Frank Vogel. Der Landkreis, im Besonderen der kulturelle Bildungsbetrieb des Erzgebirgskreises, ist heute Träger der Volkshochschule. Vor 100 Jahren war die Gesellschaft in einem erheblichen Umbruch. Der Erste Weltkrieg war vorbei mit all seinen schmerzlichen Ereignissen, mit all seinen auch Hinterlassenschaften. Die Weimarer Republik wurde gegründet. Die Lebenserwartung stieg langsam wieder an zu dieser Zeit. Die Säuglingssterblichkeit ging zurück. Langsam hielt die Elektrizität Einzug um diese Zeit und gab den Menschen die Möglichkeit, nach Einbruch der Dunkelheit noch zu lesen. Und sie taten das damals auch wirklich. Der Wunsch nach Bildung wurde immer stärker. Und auch im Erzgebirge entstanden in schneller Folge die Volkshochschulen in Zschopau, Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Aue, Schwarzenberg und Stolberg. In erster Linie fand Unterricht in Schulen, Turnhallen, Rat- oder Gewerkschaftshäusern statt. Da fänden wir solche Kurse wie Arbeitskurse in der englischen Sprache, also schon 1919, von großer Bedeutung, die Sprachvermittlung. Entwicklung des Kindes vom ersten Lebenstage bis zum Schuleintritt. Wirtschaftslehre, Einführung in die Geometrie, Bausteine für Heimat- und Wohlfahrtspflege, die deutschen Gewerkschaften in Vergangenheit und Gegenwart und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gezuckt, weil das habe ich auch noch nicht gewusst, bargeldloser Zahlungsverkehr, schon 1919. Das alles ist nachzulesen in einer Broschüre, die der Sächsische Volkshochschulverband zum Thema herausgegeben hat, und in einer Wanderausstellung, woraus Teile davon zur Festveranstaltung den Saal schmückten. Und über die Aufgaben der VHS in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR, die Aufgaben im wiedervereinigten Deutschland, hob Vogel deren Bedeutung in gesellschaftlichen Herausforderungen heraus. Massenhafte Qualifizierungen nach der Wende und erst jüngst die Flüchtlingskrise. Alles, was da mit dem Verbindung stand, mit Sprache, mit Kommunikation, mit Sprachvermittlung und Integration. Fast 900 Migranten besuchten Integrations- und Deutschkurse an der Volkshochschule des Erzgebirgskreises. Und damit wurden mit Abstand die meisten Migranten bei uns in der Region an der Volkshochschule mit der deutschen Sprache zunächst vertraut gemacht. Die VHS sei ein verlässlicher Partner und der Landkreis als Träger stehe mit einem klaren und starken Bekenntnis zu seiner Einrichtung Volkshochschule, hob der Landrat hervor. Doch was ist und macht eigentlich eine Volkshochschule? Das steht ja schon im Namen drin, es ist eine Volkshochschule. Also für alle Schichten aus der Bevölkerung gibt es Angebote. Es gibt Angebote für die Elite, die, wer auch immer die Elite sein möge. Also es gibt auch für die besser verdienten Angebote, aber in der Hauptsache natürlich für das breite, für die breite Bevölkerungsschicht hier im Erzgebirgskreis. Und da geht es von der Altersstruktur her bei Babys los. Wir haben also Kurse für Kleinstkinder, Kanga zum Beispiel oder auch Babyschwimmen. Und es geht bis ins Seniorenalter rein, wenn es da zum Beispiel auch um Nachlassverfügung geht. Die Teilnehmerzahlen seien stabil, betont VHS-Leiter Jens Kaltofen nicht ohne Stolz. Das sind um die 10.000 im Jahr und die wollen sich in einer großen Breite des Wissens fortbilden. Wir haben insgesamt 6 Fachbereiche. Der Fachbereich 1 umfasst die politische Bildung,
Im Fachbereich 2 werden kulturelle Angebote zusammengefasst. Im Fachbereich 3 haben wir alles, was sich mit dem Thema Gesundheitsbildung beschäftigt. Dort ist vor allen Dingen auch die Kooperation mit den Krankenkassen hervorzuheben im Zuge der dieser Kooperation, Prävention machen wir sehr viel für Krankenkassen auch. Wir haben im Fachbereich 4 alle Sprachkurse zusammengefasst. Im Fachbereich 5 freuen wir uns auf alle diejenigen, die berufliche Weiterbildung besuchen wollen. Da gehören die Kurse zur beruflichen Weiterbildung dazu. Und im Fachbereich 6 spricht man ganz allgemein von Spezialkursen bzw. auch von Grundbildung. Etwas Einzigartiges bekamen die Gäste zum Festakt zu sehen. Ausdruckstanz. Ein deutsch-tschechisches Projekt, das grenzübergreifend junge Menschen verbindet. Vorgeführt vom Ballett der Sakladni Umeleka Škola Litvinov und dem City Ballett Chopau. Staatssekretär Wolf überbrachte Grüße des sächsischen Ministerpräsidenten und Präsidenten des Sächsischen Volkshochschulverbandes Michael Kretschmer. Mit ihrer Präsenz vor Ort als eine bewährte und zentrale Bildungsinstitution sei die Volkshochschule wichtiger Faktor einer bürgerorientierten Infrastruktur und erhöhe die Attraktivität der Region als Lebens- und Wirtschaftsstandort. Und der Leiter der Volkshochschulen Sachsens, Professor Ulrich Klemm, ordnete die erzgebirgische VHS in Sachsen ein. Die Volkshochschule im Erzgebirgskreis zeichnet vor allem eine Flächendeckung aus. Das heißt, wir haben insgesamt im Erzgebirgskreis 6 Standorte der Volkshochschulen mit über 1200 Angeboten pro Jahr. Das heißt, das ist eine flächendeckende Angebotspalette von ganz unterschiedlichen Themen, berufliche Bildung genauso wie allgemeine Bildung. Und sehr professionell, das heißt, wir haben hauptamtliches Personal und etwa 200 Dozentinnen und Dozenten, die dann die Kurse durchführen. Und das seit über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Das heißt, eine stabile Struktur, die sich bewährt hat und flächendeckend arbeitet, dezentral. Für die Zukunft sehen sich die Volkshochschulen in Sachsen, aber auch die im Erzgebirge, gut gerüstet. Der Wandel hin zu digitalen Angeboten werde nicht ausgeblendet. Noch, so hieß es, sei die Nachfrage dafür im Erzgebirge allerdings eher gering. Die Menschen hier wollen neben Wissensvermittlung eben auch die Begegnung mit anderen erfahren. Die Volkshochschule im Erzgebirgskreis hat auch ein ganz besonderes Profil, dass sie eben sehr straff und sehr professionell geführt ist. Und sie hat auch einige inhaltliche Schwerpunkte, die andere Volkshochschulen in Sachsen nicht haben. Man wünsche sich vor allem auch, dass zukünftig immer genügend Dozenten zur Verfügung stehen. Auch hier widerspiegele sich die Region in der VHS. Es sei schwer, gute Leute zu finden, die Wissen vermitteln können und wollen. Dennoch blickt die Volkshochschule im Erzgebirgskreis positiv in die Zukunft. Die alte Dame ist jung geblieben und auf der Höhe der Zeit, auch nach 100 Jahren im Dienste der Wissensvermittlung und Weiterbildung.